Die Firma Paradigma aus Langensteinbach hat sich auf regenerative Energien spezialisiert. Sie wurde 1989 gegründet und hat 140 Mitarbeiter in Deutschland. Weltweit sind 650 Menschen für Paradigma tätig. Schwerpunkte im Produktportfolio sind thermische Solaranlagen, Photovoltaikanlagen, aber auch Holzpelletskessel und Gasbrennwertkessel. Auf der Gebäudeenergietechnik präsentiert Gerd Schallenmüller unter anderem das Konzept des Sonnenenergiehauses. Ja, das Sonnenenergiehaus, das ist sicherlich das Highlight hier am Stand. Und mit dem wollen wir einfach den Leuten zeigen, dass man mit der Sonne tatsächlich ein Haus auch in unseren Breiten hier in Mitteleuropa beheizen kann. Oder nicht nur beheizen, sondern mit Energie versorgen. Also Energie versorgen heißt immer Wärme und Strom. Wobei wir unter Sonnenenergie auch Holz verstehen, weil durch die Photosynthese, wozu man ja das Sonnenlicht braucht, eben Holz sowas wie gespeicherte Sonnenwärme ist. Und mit dem Sonnenenergiehaus kann jemand, wenn er im Neubaubereich seine Energiekosten nahezu auf Null bringen. Bei Bestandsgebäuden geht es genauso, aber dort wird immer noch eine zusätzliche Energieversorgung sein müssen. Vor allen Dingen mit Wärme, aber auch mit Strom. Ja, zum Sonnenenergiehaus gehören in erster Linie thermische Sonnenkollektoren und Photovoltaikanlagen, also Photovoltaikmodule, aber auch ein effizienter Wärmespeicher, ein Wärmepufferspeicher und sicherlich sonst ganz normale Heizungsbauteile, wie man sie kennt, Pumpe etc. Also sicherlich im Januar, Februar brauche ich natürlich eine Zusatzenergie. Deshalb auch Holz in Form von Holzpellets, weil damit kann ich diese strahlungsarmen Monate sehr gut überbrücken. Die Strahlungsarmut ist natürlich auch sowohl bei Wärme wie bei Strom. Bei Strom sehen wir die Versorgung so, dass man im Sommer hauptsächlich sehr viel Strom ins Netz einspeist, das Netz als Puffer bezeichnet oder benutzt und Monate später die gleiche Energie wieder zurückholt. Die Amortisationszeiten sind relativ kurz oder sehr kurz. Das wird ja in der Regel bestimmt von den Banken. Man hat einen Kredit, einen KfW-Kredit zum Beispiel, der über 10 Jahre läuft. Dann ist nach 10 Jahren logischerweise die Anlage bezahlt. Aber das Interessante dabei ist, dass auch wenn ich in eine hochwertige Technik investiere, dass meine monatlichen Belastungen nahezu identisch sind gegenüber einer Investition, wenn ich nur das Notwendigste, was der Gesetzgeber verlangt, eben installiere. Also die monatlichen Belastungen sind 10 Jahre lang nahezu identisch. Und im 11. Jahr, da wirkt sich dann die Sonnenenergiehaus richtig aus und natürlich in den folgenden Jahren immer mehr. Und so ab dem 11., 12., 13. Jahr habe ich je nach Größe der Anlage, die ich auf dem Dach installiere, eigentlich nur noch Instandhaltungskosten, Versicherung für die Photovoltaikanlage etc. Das Sonnenenergiehauskonzept von Paradigma, das direkte Sonnenenergie durch gespeicherte Sonnenenergie in Form von Holzpellets kombiniert. So entfällt das Energierisiko in sonnenarmen Zeiten. Freiburger Messe TV. Freiburger Messe TV. Immer aktuell informiert.